Weil ist das Mann gekommen. Jetzt zieht sie aus. Zu ihrer Mutter. Sie will sich scheiden lassen. Dabei hat alles so schön angefangen. Damals, vor 4 Jahren, als wir uns kennenlernten. Wir waren zusammen in einer Berufsschulklasse. Wahrscheinlich wäre sie mir gar nicht aufgefallen. Aber ein Freund von mir schwärmte für sie und das hat mich herausgefordert. Irgendwann einmal nahm ich mir das Herz und lud sie ins Kino ein. Mein Gott, wenn ich noch daran denke. Wir waren richtig verabredet an einem normalen Uhr. Und als wir nachher im Kino saßen, war es, als kennten wir uns nicht. Doch auf dem Nachhauseweg wagte ich es nicht, sie zu küssen. Ich wusste einfach nicht, wie man so etwas anstellt. Ja. Am nächsten Tag war sie sehr nett zu mir. Wenn ich heute so ein verliebtes junges Pärchen aus dem Kino kommen sehe und mir dabei überlege, wie es ihm wohl ergehen wird. Gar nicht so schlecht ergehen. Das ist halt noch ein Mann. Das da kann ich schon lange. Für damals konnte ich es kaum erwarten, bis er mich abends vom Geschäft abholen würde. Er war immer so lustig und unternehmend. Er war richtig ansteckend. Mein Gott, wenn ich daran denke, wie wir damals an einem Sonntagmorgen nach einer durchbummelten Nacht barfuß die Königsstraße entlang zogen und wie die Leute stehen geblieben sind und uns nachgeschaut haben. Es war einfach herrlich. Rainer wollte damals noch die grafische Fachschule besuchen. Wir hatten so viele Pläne. Ja, und dann merkte ich eines Tages, dass ich ein Kind bekomme. Das wollte ich jetzt gar nicht glauben. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, weil damit hatten wir nicht gerechnet. Also tschüss. Mach's gut. Lass doch den Unsinn. Mir ist heute nicht danach. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ach, nichts. Komm, wir gehen. Willst du mir nicht endlich sagen, was heute mit dir los ist? Du machst dein Gesicht, als ob der Gott weiß, was passiert wäre. Na, meinetwegen, wie du willst. Irgendwann muss ich dir doch sagen, ich bekomme ein Kind. Was? Seit wann weißt du es denn? Bist du ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Wissen deine Eltern schon davon? Nein. Freunde empfohlen haben, nur damit das Kind nicht auf die Welt kommen sollte. Ich habe es ja zu der Zeit auch nicht wollen. So habe ich die Tabletten halt genommen. Ich bin fast gestorben an dem Zeug. Guten Tag. Was darf denn sein? 20 Liter. Schlaf
20 Liter. 20 Liter? Ja, ist gut. Kann ich jetzt mal Mittag machen? Komm mal um zwei wieder, ja, gell? Bitte schön, kommen Sie nur. Kennen Sie die schon? Nein, noch nie gesehen. Ich komme gleich. Möchten Sie die Platte hören? Einen Moment. Bitte leg mal auf, ich komme gleich wieder. Sie wollen die Platte hören? Na und? Nicht hier. Na, wie sieht's aus? Hast du das Mittel genommen? Ja, natürlich. Hat es nicht gewirkt? Nein. Was machen wir jetzt? Hörst du keinen Arzt? Du bist ja wahnsinnig. Zugegeben, wir haben uns damals in der Situation auch nicht gerade blendend benommen, mit den Tabletten und so. Aber schließlich war das völlig neu für uns. Dass die Erwachsenen einem da eine Hilfe wären, das kann man auch nicht sagen. Wenn ich noch daran denke, was dein lieber Vater uns für einen Zirkus gemacht hat, als wir ihm unseren Fehltritt gebeichtet hatten, wie er gewettert hat und getobt, als müsste man in unserem Alter noch an den Klapperstreich glauben. Dabei muss er doch auch einmal jung gewesen sein. So unglaublich, dass auch klingen mag. Man muss sich doch daran erinnern können, wie das ist, wenn man sich mag, wenn man sich lieb hat. So war das nämlich damals. Aber nein, seine gespielte moralische Entrüstung war das einzige Gefühl, das er sich abgerungen hat, der alte Pharisäer. Sowas habe ich noch nicht erlebt. In unserer Familie hat es sowas nicht gegeben. Nie, sag ich dir. Ja, und heute erfahre ich es endlich. Ist ja ein Wunder, dass ich überhaupt erfahre. Aber ihr steckt ja immer unter einer Decke. Du unterstützt sie immer und ich bin der Trottel. Man wagt sich gar nicht mehr auf die Straße, weil die Leute hinter einem hergaben. Und du bist auch nicht... Alle Leute flüstern sich zu, dass meine Tochter ein Flittchen ist. Ja, ein Flittchen. Alfred, denk doch an den Jungen. Der ist doch genauso verdorben wie Sie. Der weiß doch schon alles. Überhaupt wissen die doch alles. Aber das sage ich dir, mein liebes Kind. Dieser saubere Bursche wird dich heiraten. Von wegen Alimente zahlen. Und das Kind in meinem Hause aufziehen. Der wird dich heiraten. Verlass dich drauf. Und wenn ich ihn zum Standesamt hinschleife... Naja, schließlich hat der Alte dann auch eingesehen, dass er mit seinem Gerede zu spät kam und wurde auf einmal ganz menschlich. Wir haben ja dann auch brav versprochen, so bald als möglich zu heiraten. Ja. Können vor Lachen. Was man dafür ein Papierkrieg durchzustehen hat. Von Amt zu Amt trennen. Dann fehlt das, dann fehlt jenes. Und schließlich muss die Akte ja auch noch bearbeitet werden. Aber ist es ja. Darf ich bitten, gnädige Frau? Wenn es nur so weit wäre und ich Frau hieße, dann würde ich auf das gnädige Garn verzichten. Ach was, komm. Ja, bitte? Ja, auf Wiederhören. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir wollen heiraten. Dann nehmen Sie bitte Platz.
Dankeschön. Ich nehme an, dass Sie die Voraussetzungen erfüllen. Sie sind über 18, Ihre Braut über 16. Und beide Eltern sind mit der Eheschließung einverstanden. Welcher Grund liegt nun vor für eine baldige Eheschließung? Naja, ich nehme an, Ihre Braut erwartet ein Kind. Dann will ich Ihnen mal sagen, was Sie alles beibringen müssen. Mit welchen Urkunden und Belegen Sie zum Vormundschaftsgericht gehen müssen. Selbstgeschriebenen, eingehend begründeten Antrag des Bräutigams mit Angabe des Berufes und des Einkommens. Ob Sie Vorstrafen haben, ob Sie eine Wohnung haben. Dann, bei Schwangerschaft der Braut, den Zeitpunkt der Niederkunft. Soweit man das so genau sagen kann und Angaben über eine eventuell vorhandene Aussteuer. Der Bräutigam hat noch beizubringen einen handschriftlichen Lebenslauf, die Einwilligung zur Volljährigkeits- und Ehemündigkeitserklärung durch Vater und Mutter des Bräutigams. Das heißt also, beide Elternteile müssen unterschreiben. Ebenso wie bei der Einwilligung zur Eheschließung durch Vater und Mutter der Braut. Ärztliches Attest bei Schwangerschaft, die bei Ihnen vorliegt. Polizeiliche Führungszeugnisse und polizeiliche Aufenthaltsbescheinigungen, jeweils für Braut und Bräutigam. Und ebenso die standesamtlichen Geburtsurkunden für beide. Moment mal. Ja, bitte. Ja, der ist bei Gericht. Ich weiß nicht, aber bei Gericht, da kann es lange dauern, ja. Ja, bitte. Dann brauchen Sie noch die letzten Schulzeugnisse von der Volks- und Berufsschule und eventuell Arbeitszeugnisse. Dann eine Einkommensbescheinigung mit Berufsangabe. Und schließlich brauchen wir noch, wenn ein Elternteil gestorben sein sollte, die standesamtliche Sterbeurkunde darüber. Oder, wenn die Eltern geschieden sind, den Sorgerechtsbeschluss des Amtsgerichts. Ich weiß, das ist alles etwas viel auf einmal für Sie. Darum gebe ich Ihnen die erforderlichen Unterlagen und dann noch einen Rat. Besuchen Sie doch die Fürsorgerin im Jugendamt. Mit ihr können Sie beide alles noch einmal in Ruhe durchbesprechen. Und sie ist bestimmt bereit, Ihnen weiterzuhelfen. So, nun wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja. Es war eine lange Zeit, bis wir endlich heiraten konnten. Aber es war schön, trotzdem. Wir hatten diese Einzimmerwohnung gefunden und wir verbrachten die Abende damit, sie einzurichten. Zeichneten und malten und hatten die unsinnigsten Ideen. Vom Bett, das wir tagsüber an die Decke hinaufziehen wollten, angefangen. Samstags liefen wir von Möbelgeschäft zu Möbelgeschäft. Und wenn die Verkäufer uns durch die großen Ausstellungsräume führten, fühlten wir uns zum ersten Mal schon so richtig als Ehepaar. Ah, da der Schaukelstuhl, das wäre doch was für uns. Klasse. Genehmigt, schreib auf. Ein Schaukelstuhl passt ausgezeichnet in die im entlegenen Trakt des Hauses liegende Bibliothek, die sich der eigenwillige Hausherr zum Arbeitszimmer bestimmt hat. Der Bezugsstoff des Polsters harmoniert in Farbe und Dekor auf schlichte Weise mit den wertvollen Gobelins einer kleinen Sammlerleidenschaft der Dame des Hauses. Um Himmels Willen, Fred, jetzt sei doch mal eine Minute ernst. Was soll denn das ganze Gerede von Bibliothek und so? Schon gut. Sag mal, was fehlt uns denn jetzt noch? Also, wir haben eine Schlafcouch, Kleiderschrank, Bücherregal, Sessel, Couchtisch, Küchentisch, Küchenschrank, Hocker, Bettkasten und eine Kommode für die ganzen Kindersachen. Und was macht das alles? Zähl mal zusammen. Ja, ich habe manches doppelt aufgeschrieben, wegen der Auswahl. Das macht nichts. Zähl zusammen. Mhm. Stillgestanden. Augen rechts. Rühren. Mm. 5.500. Was? Ja, wir fühlten uns damals schon wirklich wie verheiratet. Es hätte der Feier eigentlich gar nicht mehr bedurft. Aber Ihr Vater brauchte ja unbedingt einen Vorwand, um sich reden zu hören. Was er da alles gefaselt hat. Vom Bund fürs Leben, von heiliger Verpflichtung und all dem Zeug.
hat mir damals fast den Magen rumgerissen. So ein alter Schnitzer. Na seht ihr, jetzt hat doch noch alles ganz gut geklappt. Ich verstehe, dass der Arzt mit einem Medikament bekommen. Ich schon dabei, wenn da einige am Leben. Das ist ja alles schön und gut, aber denken Sie nur an die Filme von Bergmann. Das geht doch in Schienen zu weit. Wir reden meine Familie, die an allem schuld gewesen sein soll. Deshalb hat der Herr Gemahl ja auch nach der Hochzeit hochnehmlich auf jede Unterstützung von meinem Vater verzichtet. Es ging finanziell auch ganz gut, solange ich noch mitgearbeitet und damit praktisch die Raten für die Möbel und den Kühlschrank abbezahlt habe. Doch als das Kind dann da war, da ging es bergab. Er hat ja kaum noch den normalen Lebensunterhalt verdient, von den Raten gar nicht zu reden. Wenn da mein Vater nicht noch mitgeholfen hätte, dann hätten sie uns die Möbel wieder abgeholt. Eins nach dem anderen. Dann könnten wir heute auf dem Fußboden schlafen. Soll es schon gehen? Ich bringe nur schnell die Windeln raus. Na, guten Abend, kleines Kerlchen. Wie geht's dir denn? Hm? Grüß dich, komm mal her. Hm. Jo. Was ist denn los? Ist noch kein Essen? Gleich. Was möchtest du denn haben? Tee oder Bier? Ich verstehe überhaupt nicht, was du den ganzen Tag treibst. Das bisschen Zimmer aufräumen und das Kind trockenlegen, das ist doch wirklich keine große Kunst. Dann mach du doch den Haushalt, wenn du es so viel besser kannst. Was heißt ich den Haushalt machen? Glaubst du, mir fiele nichts Besseres ein, als ins Büro zu gehen und dafür zu sorgen, dass die Kohlen stimmen? Es gibt Frauen, sage ich dir, die haben eine Dreizimmerwohnung und 4 Kinder und die bringen es fertig, wenn der Mann nach Hause kommt, dass das Essen abends auf dem Tisch steht. Und dass nicht überall Kindersachen herumliegen. Und sie haben außerdem noch Zeit, sich hübsch zu machen und nicht so herumzuschlampen wie du. Hör schon auf zu heulen, das nützt jetzt auch nichts mehr. Naja, ich habe dir ja auch genügend Gelegenheit gegeben, die Möbel zu benutzen. Trautes Heim, Glück allein. Ich bin ja immer freiwillig gegangen, wenn du deine Familienversammlung einberufen hast, statt ans Essen zu denken. Hoffentlich hatte dir immer genug Gesprächsstoff. Zum Beispiel die unausstehlichen Launen deines Mannes, seine Verständnislosigkeit und was weiß ich noch alles. Ich kann es ja jetzt gar nicht wissen. Irgendwo muss es doch hier auch scharfe Frauen geben. Weiß ich, eine dufte Kneipe. Auch nicht so auf dem Putz. Du hast ja hier zu Hause. Das da ist doch nicht schlecht. Holt rein, bring Geld hinein. Mensch. Die hat was auf dem Kopf. Schauen wir doch mal rein. Öfter mal was Neues. Eure Angeberei kotzt mich an. Wo sind denn hier die scharfen Frauen? Die Frauen erwarten mich hier. Wenn es draußen steht, schwarz auf weiß. Wo bleibt denn Ach nein, Stadt? Komm, setz uns doch an die Bar. Hast du denn, ich bin hier und... Na, ihr müden Krieger? Wo fehlt's denn? Na, Platz zum Liegen hat ihr so nur ruhig. Wollt ihr nicht erst eine Runde trinken? Dann sehen wir weiter. Ich trinke einen Whisky. Ach was, Sekt für alle. Meint ihr, alten Pantoffelhelden, ich hätte Angst vor meiner Frau, nur weil sie jetzt ein Kind hat? Sekt für alle, habe ich gesagt. Auch für die alten Knacker da drüben. Na, braucht gar nicht so zu schauen. Kostet euch nichts. Alles gratis heute. Guckst du aus? Na, mach schon auf. Brauchst nicht so zu sparen da, mein Gießen. Das sind nämlich alles meine Freunde. Von denen solltest du dir ein Beispiel nehmen. Die liefern am 11. den Hausschlüssel ab. Richtig, ihr Ehemann. Nein, danke, Birgit. Ei, 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 ei. Was?
Ihr wollt schon nach Hause gehen zu euren Frauen? Bei mir bestimme ich, wann ich nach Hause komme. Groß, ihr Schlappschwänze. Zusammen. Die Ehe wurde vor 3 Jahren geschlossen, da zu diesem Zeitpunkt bereits das Kind unterwegs war. Diese sicher nicht unbedingt günstige Ausgangsposition verschlechterte sich, als der junge Ehemann zu trinken anfing. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Gründen im Einzelnen nachzugehen. Die schwierigen Wohnungsverhältnisse des jungen Paares mögen mit dazu beigetragen haben. Jedenfalls diese Neigung zum Alkohol wuchs und in der letzten Zeit hat der junge Mann unter Alkoholeinfluss seine Frau mehrmals geschlagen. Aus Furcht vor diesen Jähzornsangriffen ihres Mannes wohnt die junge Frau nun schon seit mehreren Wochen bei ihren Eltern. Es steht außer Zweifel, dass diese Ehe aufgrund der Tatsachen geschieden werden kann. Schon um die Frau und vor allem das 3-jährige Kind dem Einfluss des Mannes zu entziehen. Wie Sie wissen, hatte der anberaumte Sühnetermin keinen Erfolg. Die junge Frau blieb in ihrem Entschluss zur Scheidung fest. Trotzdem möchte ich, ehe ich das Urteil verkünde und diese Ehe scheide, den jungen Leuten noch etwas sagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Ehe, die in so jungen Jahren geschlossen wird, besondere Spannungen mit sich bringt. Noch dazu, wenn gleich darauf ein Kind zur Welt kommt. Man ist in diesem Alter ja kaum selbst der Kindheit entwachsen. Es ist auch bekannt, dass diese Spannungen zu Kompensationserscheinungen führen können, wie etwa zu übermäßigem Alkoholgenuss. Ich bin aber auch weiter der Ansicht, dass Sie, und ich bitte Sie mir beide, gut zuzuhören, in diesen 3 Jahren des Verheiratetseins weitergekommen sind. Ich meine, Sie sind 3 Jahre älter geworden, charakterlich und moralisch reifer. Ich sage Ihnen das, weil es nach dem Spruch des Gerichts kein Zurück mehr gibt, weil dann die Ehe geschieden ist. Und weil ich mir vorstellen kann, dass aufgrund dieser neu gewonnenen Erfahrungen mit gegenseitiger Rücksichtnahme, mit Toleranz und Verständnis für Sie beide ein neuer Anfang möglich wäre. Sie sollten sich diese Möglichkeit, neu anzufangen, schon im Hinblick auf Ihr gemeinsames Kind nochmals überlegen.